Jo Leute, heute gibt es wieder 5 Shortcuts, aber nicht auf 200 CCM, sondern wieder auf 150 CCM. Dort gibt es nämlich noch ein paar sehr erklärenswerte Shortcuts, die ich gerne vor den DLC-Strecken noch abhaken wollte. Wie immer für einen weiteren Teil, lasst gerne einen Like da und ein Abo, damit ihr nicht verpasst. Und dann lass uns starten. Let's go! Die erste Shortcut für heute ist auf der Strecke Wario Abfahrt. Und zwar direkt am Anfang. Zuerst macht ihr ganz normal einen Rechtsdrift. Den löst ihr dann auf und mit einem Linksdrift steuert ihr den auf die Münzen hinzu. Dann lenkt ihr aber mit dem Linksdrift so stark ein, dass ihr auf diesen Abgrund hinzusteuert. Dann kurz vor dem Abgrund löst ihr dann euren Driftboost auf und hoppt nach vorne, sodass ihr in diesen Abgrund sozusagen reinfallt. Sobald ihr dann auf dem Boden aufkommt, löst ihr dann euren Pilz ein und fangt einen Rechtsdrift an. Den haltet ihr dann zuerst mal weit, also indem ihr während des Drifts nach links lenkt. Und erst kurz nachdem ihr aufgekommen seid, softdriftet ihr dann nach rechts. Und dann haltet ihr den Miniturbo bis zur Rampe und macht dann einen Trick auf der Rampe. Und schon habt ihr die erste Shortcut für heute geschafft. Wichtig dabei zu beachten ist, dass ihr nicht zu weit in den Cut reinspringt und auch, dass ihr den Drift halt zuerst weit haltet. Solltet ihr nämlich zu weit in den Cut reinspringen, kriegt ihr hinter die Rampe nämlich nicht mehr. Und wenn ihr nicht lang genug den Drift weit haltet, dann driftet ihr ins Offroad rein. Zudem benötigt ihr natürlich für die Shortcut auch einen Pilz. Und da das der Anfang der Runde immer ist, gibt es nur eine Möglichkeit, einen Pilz zu kriegen, nämlich aus dem ersten Item-Set. Solltet ihr aber aus dem ersten Set einen Pilz kriegen, würdet ihr circa im Vergleich, wenn ihr den Pilz einfach auf der Geraden einsetzen würdet, mit dem Cut ca. 0,5 Sekunden sparen. Die nächste Shortcut ist das Mario Kart Stadion. An sich ist es keine richtige Shortcut, sondern eher eine Gleiter-Strat, aber mit der spart ihr trotzdem sehr, sehr viel Zeit und sie ist sehr, sehr worth. Und zwar handelt es sich dabei um den Motion Glider. Wie der Name schon sagt, ist dieser nur mit der Bewegungssteuerung möglich. Ihr führt den Endeffekt so aus, kurz nachdem ihr auf der Rampe einen Stunt gemacht habt, das Menü öffnet und die Bewegungssteuerung aktiviert und das Menü direkt wieder schließt. Dann neigt ihr euren Controller nach oben, sodass ihr automatisch höher fliegt, setzt einen Pilz ein, setzt noch einen Pilz ein und lenkt dann, indem ihr nach links lenkt und auch den Controller nach links neigt, in den Cut rein. Und gegen Ende des Cuts zündet ihr dann den dritten Pilz. Der Gleiter sollte euch dann ins Ziel reintragen. Da macht ihr am besten, kurz bevor ihr gelandet seid, das Menü wieder auf, macht die Bewegungssteuerung wieder aus und macht das Menü wieder zu. An sich ist bei der Shortcut mit 3 Pilzen die einzige Herausforderung, möglichst schnell auf die Bewegungssteuerung zu wechseln. Dabei hilft zum Beispiel, wenn man die Knopfbelegung ändert, indem man zum Beispiel auf ZR seinen Plus-Button legt und auf ZL seinen Y-Button. Denn der Unterschied zwischen Zeitfahren und einem Online-Rennen ist, dass beim Zeitfahren, wenn man das Menü offen hat, die Zeit pausiert im Spiel, während im Online-Game das Game ganz normal weitergeht. Zudem lohnt sich die Abkürzung auch am meisten in der letzten Runde, da man dort dann auch genug Zeit hat, um die Bewegungssteuerung wieder auszuschalten nach dem Rennen. Und im Vergleich, wenn ihr die Pilze ohne Bewegungssteuerung im Gleiter einsetzen würdet, würdet ihr ca. 0,7 Sekunden sparen. Die nächste Shortcut ist auf der Strecke Vulkangrollen, und zwar beim letzten Item-Set. Das Ganze fängt an sich bei der Boost-Rampe hier an. Dort macht ihr keinen Trick drauf, sondern driftet da einfach so drauf und haltet euren Drift einfach weiter und fahrt möglichst eng. Dann solltet ihr auch recht easy den roten Drift bekommen und sobald ihr ungefähr auf Höhe dieser Boost-Ramp hier seid, lenkt ihr dann in den Cut rein und setzt euren Pilz ein. Dann haltet ihr immer weiter, bis ihr einen UMT bekommt, also einen Leader Mini-Turbo. Den löst ihr den kurz vorm Abgrund auf und hoppt zurück auf die Strecke. Bei der Shotgun ist allerdings der UMT nicht zwingend notwendig, ihr könnt das auch mit dem orangenen Boost, also dem SMT machen. Nur mit dem UMT spart ihr halt nochmal etwas mehr Zeit. Im Vergleich dazu, wenn ihr den Pilz einfach ganz normal in der Kurve einsetzen würdet, würdet ihr ca. 0,7 Sekunden sparen. Die nächste Shortcut ist auf der Strecke GBA Marios Piste, und zwar ist es der letzte Cut. Das größte Problem bei dieser Shortcut ist es nämlich für viele, die Reifen nicht zu erwischen, und das geht an sich recht einfach. Ihr ladet am Anfang einfach ganz normal mit einem Linksdrift euren Super Mini Turbo auf. Achtet beim Driften darauf, dass ihr euch möglichst weit links für den Cut befindet, sodass ihr schon fast gegen die Bande fahrt. Dann löst ihr erst recht spät euren Driftboost auf. Und zwar erst dann, wenn ihr auf dem Rasen schon seid. Dann hoppt ihr einmal und haltet dabei euren Stick neutral. Also am besten berührt ihr gar nicht euren Stick. Und dann hoppt ihr noch einmal und habt die Shortcut erfolgreich geschafft. Auch diese Shortcut lohnt sich sehr, da man recht viel Zeit verliert, wenn man außenrum fährt. Und selbst wenn man an den Reifen kurz hängen bleibt, wäre das immer noch tendenziell etwas schneller, als wenn man außenrum fahren würde. Aber im direkten Vergleich dazu, wenn man außenrum fahren würde, würde man circa mit der Shortcut 0,8 Sekunden sparen. Die letzte Shortcut für heute ist auf der Strecke Knochentrocknende Dünen, und zwar könnt ihr die am Anfang von Runde 2 und 3 nehmen. Ihr ladet einfach aus der letzten Kurve, aus Runde 1 oder 2, einen UMT, also einen Ultra Mini Turbo auf, löst ihn auf und fangt einen Rechtsdrift an. Mit diesem Rechtsdrift driftet ihr ihn sozusagen recht eng in den Cut rein. Dann löst ihr euren Mini Turbo kurz vor dem Offroad auf und hoppt einmal. Dabei haltet ihr ähnlich wie auf Marios Piste den Stick dabei neutral, da ihr auch hier damit weiter springen könnt. Dann müsst ihr auch hier wieder einfach nur einmal kurz hoppen und habt die Shortcut erfolgreich geschafft. Wie ich finde, die schwierigste Shortcut von heute, da man das mit dem Mini-Turbo und dem Sprung echt gut timen muss, aber immer noch gut machbar. Im Vergleich, wenn ihr die Shortcut nicht nehmen würdet, würdet ihr ca. 0,3 Sekunden sparen. So, das waren wieder 5 Shortcuts auf 150 CCM. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne auf Twitch vorbei, dort streame ich nämlich regelmäßig Mario Kart. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein!